Willkommen zurück zu Gothic 2. Ich bin auf dem Weg zu der alten Mine da vorne. Und hier stellt sich ein Drachensnapper in den Weg. Mal schauen, ob ich den nicht loswerden kann, so. Oh, das sieht nicht gut aus. Waffe? Vielleicht? Ah, das ruckelt. Nein, nicht ruckeln. Okay. Wieder was gelernt. Ich bin zu schwach für einen Drachensnapper. Entweder brauche ich stärkere Zauber, stärkere Rüstung, stärkere Waffe oder einfach alles stärker. Was haben wir denn da? Ah, normale Snapper. Ich glaube, mit denen komme ich zurecht. Auch wenn es mehrere auf einmal sind. Das sollte machbar sein. Machbarer als ein Drachensnapper. Oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. Ja, ich denke schon, oder? Na, vielleicht erst den Geschwächten. Na, okay. Drei auf einmal sind eben doch zu viel. Okay. Ich komme nicht direkt den Weg lang. Ich komme nicht oben rum. Dann bleibt mir ja eigentlich nur der Fluss mal wieder. Was mir ja ohnehin empfohlen wurde. Von dem Wachesteher am Anfang, dass ich durch den Fluss gehen soll, auch wenn das eigentlich ja für zum Lager gedacht war, für zum alten Lager, beziehungsweise zur Burg an den Orks vorbei. Vielleicht gilt das ja in beide Richtungen. Na, das sieht doch ganz gut aus bisher. Ich frage mich allerdings, wie weit ich hier von den Orks weg bin. Okay, die beachten mich nicht. Bis hier direkt. Ja, hier gibt es direkt welche, natürlich. Da renne ich doch dann einfach mal weg. Oh, ein Trank. Egal. Ah, ein Ork. Der Ork ist ja noch da. Ah. Was war das denn? Was war das denn? Die Orks haben doch abgelassen von mir. Was soll das? Die haben mich doch gar nicht mehr verfolgt. Ich glaube, der Fehler war einfach, dass ich da zu früh an Land gegangen bin. Ich müsste da einfach nur ganz gemütlich dran vorbeilaufen. Vorbeischwimmen natürlich. Was waren die da beim Eingang irgendwie, ne? Oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich schwimme jetzt einfach mal da hoch, dann schnappe ich mir den Trank. Und dann werde ich mal vielleicht nicht direkt. Oh, was haben wir denn da? Das ist mir neu. Ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt, so früher. Aber das ist mir neu, dass es hier eine Höhle gibt. Und ich frage mich gerade, ob es die im ersten Teil schon gab. Immerhin, ein paar Heilkräuter. Und eine Spruchrolle. Da bin ich ja mal gespannt. Und ein Lederbeutel. Was haben wir hier? Wir haben hier. Okay, irgendwas, was ich schon hatte, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Was war es noch? Ein Lederbeutel, genau. Gorns Lederbeutel, den hatte ich ja schon mit 250 Gold. Und jetzt habe ich noch einen normalen Lederbeutel mit 100 Goldmünzen. Damit komme ich immerhin schon auf 693 Gold. Das reicht leider immer noch nicht, um Gorn freizukaufen. Schade. Aber das ist mir hier echt neu, diese Höhle. Und ich bin gerade versucht, mal wieder den Einsatz zu starten und zu schauen, ob es dort diese Höhle auch gab. Und wenn nicht, dann wüsste ich gerne, wer die in der Zwischenzeit angelegt hat. Weil so eine Höhle entsteht ja nicht einfach so aus dem Nichts. So, jetzt sollte ich aber von den Orks weit genug weg sein. Und der Trank an sich ist, glaube ich, auch. Wo war er denn? Da. Der Trank ist, glaube ich, auch weit genug weg, oder? Ja, ein paar Fleischwanzen. Ah, Goblins. Da hinten ist ein Feldräuber. Ich speichere hier mal, weil das so wunderbar geklappt hat. Beim gerade mal vierten Versuch. Sag mal, warum kann ich den letzten Goblin hier nicht anvisieren?
Egal. Den kriege ich auch so klein. Halte nur einen Ast als Waffe. Und dann bin ich gespannt. Oh, 698, 708 Gold. Dann bin ich gespannt, was ich hier so finde. Eine Streitaxt. Interessant. Noch ein Lederbeutel? Ah, sehr gut. Noch ein Lederbeutel. Ich bin derzeit bei 708 Gold. 808. Wow. Noch 192 Gold. Dann habe ich Gorn freigekauft. Was habe ich gerade noch gefunden? Trank. Ja, ja, der ist langweilig. Die Streitaxt, genau. Die Streitaxt braucht 110 Stärke und macht dann auch entsprechend genauso viel Schaden. Cooles Teil. Werde ich auf jeden Fall behalten. Ich glaube, jetzt bin ich vollständig geheilt. Brauche noch 15 Mana. Mana-Bonus. Oh ja, 15. Gib her. So. Ja, die Streitaxt. Wie gesagt, ich bin mir... Mache ich Einhänder oder Zweihänder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir doch nicht sicher. Ich glaube, ich will Zweihänder, ne? Habe ich gesagt. Ich glaube, ja. 1, 2, 3, 5. 5! Ich sagte 5! Na! Oh. Jetzt leck nicht hier rum! Oh Mann, hat das gerade viel gekostet. Nur weil ich, dadurch, dass er mich gehauen hat, während den Zauber abgebrochen habe. Ah, sowas ärgert mich. Sowas ärgert mich zutiefst. Ach ja, komm, wisst ihr was? Ich habe doch so einen Trank gefunden, dann schlucke ich den doch auch. Ist mir doch egal. Dafür habe ich ihn. Da drüben ist nichts. Allerdings habe ich so ein bisschen im Blick... Okay, doch nicht. Ich dachte, es wird dunkel. Aber das ist wohl nur ein bisschen das Wetter. Mein Gedanke war, hier gibt's ja hier so ein altes Lager. Oder gab's zumindest im ersten Teil. Und meine Überlegung war, dass ich hier vielleicht eine Runde übernachten könnte. Na, ein paar Lurker. Kein unlösbares Problem. Greifen die mich an? Der eine, ja. Fünf waren's, ne? Genau. So sieht's aus. So, dann brauche ich 25 Mana. Und ich kann die, glaube ich, immer noch nicht... Da ist nichts zu. Ne, ich kann den nicht ausnehmen. Allerdings, Talbin, das klingt doch nach einem Menschen, oder? Engrom. Hey, das sind Menschen. Es können natürlich auch Banditen sein. Deswegen speichere ich hier nochmal eine Runde. Und dann bin ich gespannt, was die mir zu erzählen haben. Halt, bleib stehen, wo du bist. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Wie ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Hey, was soll das denn heißen? Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engrom. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall. Was ist denn mit deinem Kumpel? Warum tut's dir um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Ja, das tut sie leider selten. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus.
Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so, jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön, das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Ich hab Käse dabei, oder? Ich hab keinen Käse dabei. Verdammt! Warum hab ich keinen Käse dabei? Moment. Nein, nicht die Waffe weglegen. Aber ich kann ihm doch den Käse... Hä, was? Ich hab grad keinen Käse dabei. Ja. Wäre auch zu schön gewesen. Sag Bescheid, wenn du welchen hast. Okay. Wie geht's dir denn? Wie sieht's aus? Beschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Yep. Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Der eine sagt, die Lurker schmecken gut, er hat nur die Nase voll. Der andere sagt, Lurker sind eklig. Tja, ihr wisst auch nicht, was ihr wollt, ne? Was haben wir denn da? Goblins und Feldräuber. Seid ihr mir sauer, wenn ich die Tränke mitnehme? Nee, ne? Wahrscheinlich nur, wenn ich an die Truhen gehe. Und die Pilze da wollt ihr wahrscheinlich auch nicht haben. Ich habe hier ein Banner gesehen. Ich dachte erst, es wäre von denen. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Da unten ist jedenfalls Kavalorns alte Hütte. Der wollte ja, dass ich da vorbeischaue. Oder, wie war das? Weiß ich gerade gar nicht. Ich schau mal hier rein. Kavalorn. Kavalorns alte Hütte. Ich soll nachschauen, ob seine Hütte immer noch steht. Und vermutlich hat er da irgendwas liegen gelassen. Was? Ach so, ja, da kommt er nicht runter. Das ist kein Problem. Die Erfahrung lässt er mir. Und ich könnte jetzt von ihm zwar lernen, wie man Lurker ausnimmt. Und es würde mir wahrscheinlich auch ein bisschen Lurkerfleisch einbringen. Aber ehrlich... ups, das war das Falsche. Aber ehrlich gesagt... würde ich die Lernpunkte lieber... Ein Mistvieh weniger. Ich würde die Lernpunkte lieber in... Zauber und Mana investieren. Als darin, irgendwelche Gegner auszunehmen, nur um ein bisschen mehr Gold zu haben. Denn ich glaube, Gold ist nicht wirklich das Problem. In dem Spiel. Zumindest derzeit nicht. Vielleicht... Ja, ist ja gut. Ist mir jetzt auch egal. Ich verschwinde jetzt von hier. Tschüss. Hier kann ich leider doch nicht schlafen. Im ersten Teil war da eine Liege. Okay. Konnte ich mich gerade nicht vorwärts bewegen? Da drüben sind Blutfliegen. Aber hier sieht es relativ friedlich aus. Ich weiß, wenn ich noch ein Stück flussaufwärts gehe, ist da ein Wasserfall. Und darunter ist eine Höhle, soweit ich weiß. Zumindest war die da im ersten Teil. Ich nehme an, die ist hier immer noch. Vielleicht liegen da auch ein paar Verstärkungssachen rum, die mir helfen könnten. Orks. Verdammt. Können die eigentlich schwimmen? Ich dachte, die trauen sich nicht ins Wasser, ne? Der hat doch sowas gesagt. Ja, genau, die trauen sich nicht ins Wasser. Sehr gut. Hätte ich das mal vorhin gewusst, als sie mich verfolgt hatten bei der Brücke. Das wäre nützlich gewesen. So, ein Lurker, ganz viele Blutfliegen. Ich will darüber, oder? Ja, ich will darüber. Da müsste ich zuerst mal den... Ah, die Blutfliege kommt schon her. Sehr gut. Dann bin ich die immerhin schon mal los. Und damit habe ich nicht die Gefahr, die Fliege zu treffen, wenn ich auf den Lurker schieße.
Okay. Man kann nicht mit Feuer ins Wasser schießen. Das Problem ist jetzt halt, ich kann da auch nicht hingehen, weil im Wasser kann ich auch nicht kämpfen. Also werde ich mir jetzt hier gemütlich mein Mana auffüllen. Mich kurz räuspern und einfach mal abwarten, was passiert. Ich meine, der Lurker kann mir ja gerade nichts. Falls er doch herkommt, ist er mit zwei Schlägen platt. Von daher habe ich da nichts zu verlieren. Machen wir das doch mal so. Da ist er. Na, komm her. Blutfliege. Sehr schön. So, und was gibt's jetzt hier? Warum habe ich euch abgeschlachtet? Ihr Gegner. Ihr Gegnerchen. Ihr Monster. Keine Ahnung, hier kann ich hoch, wie es aussieht. Und dann... Ach, guck mal. Ein Lederbeutel. Eine Armbrust. Und eine Spruchrolle. Ist das hier nicht Orkland? Ah ne, es ist gar nicht. Da unten ist ja der Weg, den mir im ersten Teil... Boah, wie hieß denn der? Der eine Typ aus dem neuen Lager hat mir da... Okay, da sind Banditen. Wie hieß denn der? Keine Ahnung, wie der hieß. Der mir den Weg gezeigt hat vom alten zum neuen Lager. Der ist da unten rumgelaufen. Mit mir damals. Und dann war bei der Hütte der Jäger. Und ganz viele Wölfe und so. Boah, wie hieß denn der? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas mit W. Okay, das war blöd. Ich dachte, hier geht's wieder runter. So wie ich hochgekommen bin. Wo habe ich denn zuletzt gespeichert? Viel zu weit weg. Ach, verdammt. Guck mal kurz weg. So. Und weil ich Lebenspunkte wiederhergestellt habe, trinke ich zur Strafe einen Trank. Ja. Und natürlich, damit das Ganze nicht wieder passiert. Das Nachstellen wäre mir jetzt echt zu ätzend gewesen. Damit mir das Ganze nicht wieder passiert, speichere ich gleich eine Runde. Was ist da hinten? Ah, da hinten ist der Wasserfall, den ich vorhin meinte. Uiuiui, ganz viele Lurker. Uiuiui. Bin ich denn knapp davor zu leveln? Bei weitem nicht. Also, lass ich mal die Lurker Lurker sein. Von dem ganzen Gekämpfe habe ich gerade eh genug. Und werde mich mal stattdessen zu dem Wasserfall begeben. Im Wasser können die mir ja immerhin nichts anhaben, die Lurker. Die Frage ist nur, ob sie mir hineinfolgen in diese Höhle. Gut, das war einfach. Hier gibt es noch ein paar Pilze. Wahrscheinlich ist die Truhe wieder abgeschlossen. Immerhin, das gibt ein bisschen Heilung. Vom Schlösserknacken. Ja, naja, klar. Aber hier liegt noch eine Spruchrolle rum. Was ist das für eine Lurker-Verwandlung, so wie das aussieht, von dem Bild her? Jupp, Lurker-Verwandlung. Coole Idee. Damit dürfte ich zumindest bei den Lurkern durchkommen. Allerdings halt nicht bei den Orks. Moment. Doch, genau. Einmal 10 und einmal 15. Welche Mana-Tränke habe ich denn? Wie viel stellen die denn her? 50. Ich könnte mal noch ein bisschen meinen Mana steigern um 20. Dann könnte ich mich endlich dazu durchringen, Tränke zu trinken. Weil das dann nicht mehr so eine Verschwendung wäre.
wenn ich 50 Punkte heile und 50 habe. So, wie sieht's denn aus? Bin ich hier sicher? Das sieht doch gut aus. Da hinten ist allerdings ein Ork. Da sind die Lurker und ich will dadurch zur Höhle. Und ich würde sagen, die Folge ist wieder relativ lang geworden. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.